Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit zum objektorientierten Entwickeln einer Softwareanwendung. Bis jetzt haben wir ja uns mit der Frage beschäftigt, wie kann man die Objekte herstellen, wie kann man die Objekte abfragen, aggregieren und so weiter. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, jetzt wollen wir die Objekte auch in der Datenbank abspeichern. Wir starten mit der Version 2 von unserer Stadt-Land-Fluss-App. Ja, da sehen wir ja, hier gibt es die App, das ist ja so eine WinForm-Anwendung. Hier in der Library, da hatten wir ja unsere ganzen Datentypen schon mal deklariert. Und dann haben wir ja hier diese Testanwendung, wo wir dann einfach einmal hier quer durch den ganzen Garten alles Mögliche instanzieren. Gut, wir schauen jetzt mal, dass wir das hier nochmal nachbauen, aber diesmal eben modelliert. Also wir versuchen jetzt zu modellieren die eben von Hand noch geschriebenen Datenmodellteile eben entsprechend zu modellieren und uns generieren zu lassen. Dazu legen wir jetzt einfach mal ein neues Projekt an. Und zwar wieder eine Library. Und zwar auch wieder eine Framework-Library, C#. Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Programmiersprache haben. Und die nennen wir jetzt Stadt, Land, Fluss. Library. Und damit wir die unterscheiden können, hängen wir da ein DB dran für mit Datenbank. So, da ist sie. Sie ist wie erwartet leer. Machen wir sie mal ganz leer, diese einzelne Klasse, die brauchen wir jetzt auch nicht. Gut, jetzt wollen wir da rein modellieren und zum Modellieren benutzen wir einen Teil von Microsoft, der heißt Entity Framework. Und um jetzt Libraries benutzen zu können, bringt Visual Studio so ein Package Manager mit. Das heißt also, wenn Sie Teile verwenden wollen, die vielleicht irgendjemand schon vorprogrammiert hat, dann müssen Sie jetzt nicht einzeln den Quellcode zusammensammeln, sondern da gibt es fertige Pakete. Das Ganze ist unter anderem erreichbar hier über dieses Manage NuGet Packages. Und da gibt es hier einmal eine Liste derer, die installiert sind. Und dann kann ich hier auf Browse gehen und sehe dann alle, die es so online gibt. Und da geben Sie mal Entity ein. Und dann habe ich hier das Entity Framework. Das möchte ich gerne haben. Nehmen wir die letzte Version. Alles wunderbar. Er möge es einmal installieren in unserer Library DB. Okay, das passt. Das passt auch. Das ist nämlich einfach nur die Lizenz. Jetzt packt er das alles aus. Also er lädt es runter, packt es aus und so weiter. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, in unserer Solution gibt es auch noch den Knopf Manage NuGet Packages for Solution. Und da kann ich jetzt schauen, wo die Sachen installiert sind. Und da sehe ich, okay, also hier die Version 3.6 ist quasi in unserem Stadtlandfluss installiert. Und hier gäbe es dann eben entsprechend die Möglichkeit, das auch wieder loszuwerden. Aber das wollen wir ja im Moment nicht. Damit wir unsere Typen aus dem Datenmodell ableiten können, beziehungsweise automatisch erstellen lassen können, brauchen wir erstmal ein Datenmodell. Das machen wir mit Add New Item. Und dann nehmen wir jetzt das ADO.NET Entity Data Model. Das nennen wir natürlich nicht Model 1, sondern wir nennen es Stadt-Land-Fluss Model. Das fügen wir jetzt hinzu. Und jetzt gibt es hier so einen kleinen Wizard, der fragt uns, ob wir das schon irgendwie vorpopulieren wollen oder sonst was. Nee, wir sagen, wir wollen das jetzt erstmal leer haben. Wir wollen ja erstmal ein bisschen damit umgehen lernen. So, wir sehen jetzt ein Modell, das ist leer. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste reinklicke, dann kann ich mir eben hier eine neue Entität erzeugen lassen. Ja, was haben wir als erstes? Fangen wir mit unserem Named Object an. Ja. Und das kriegt jetzt standardmäßig schon mal eine Key-Property, nämlich eine ID. Und dann lassen wir uns das hier anzeigen. Da ist es. Es braucht jetzt noch eine zusätzliche Property. Und dann nehmen wir eine Scala-Property, nämlich unseren Namen. Ja, also ein Scala, also ein einzelner Name. Wunderbar. Haben wir hier, okay.
schauen wir jetzt rein. Hier unten sind immer die Eigenschaften. Sehen wir nullable false. Ne? Wir hatten ja bis jetzt immer über den Konstruktor festgelegt, dass der Name nicht null sein darf. Und jetzt können wir hier eben auch nochmal festlegen, okay, also wir wollen auf gar keinen Fall, dass da irgendwelche Named Objects ohne Namen in der Datenbank landen. Okay, das schieben wir jetzt mal ein bisschen hier an den Rand, damit wir ein bisschen Platz haben und fügen hinzu eine neue Property, also eine neue Entity, Entschuldigung, und fangen jetzt mal an mit unserem Fluss. Ja, das ist ja unsere relativ einfache. Da sagen wir jetzt, der Base-Type sei gleich unser Named Object. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt auch keinen Key oder sonst irgendwas mehr. Wir werfen den jetzt da mit rein. So, da ist er, unser Fluss. Auch der Fluss, wir sehen, hier ist auch gleich die Färbung mit eingebaut. Der Fluss braucht jetzt noch ein zusätzliches Property. Wir erinnern uns, nämlich dieses grammatikalische Geschlecht. Und das war ja vom Typ Bool. Wählen wir mal hier Boolean aus. Da haben wir ihn. Und dann sagen wir eben nullable false. Okay, das ergibt sich von alleine. Name von dieser Property war male, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so einfaches grammatikalisches Geschlecht. Und das war es eigentlich schon. Ne? Also wir können jetzt im Prinzip hier sagen, alles klar, packt den mal dahin. Also Fluss abgeleitet von named object, hat also einen Namen und hat eine Eigenschaft, nämlich das grammatikalische Geschlecht. Gut, neue Property, beziehungsweise neue Entity erstmal. Also Entity Land, die hat ja später noch irgendwie Hauptstadt und solche Sachen. Und soll auch von Named Object abgeleitet sein. Und ansonsten hat die keine weiteren Attribute. Was ist jetzt hier passiert? Das ist ein bisschen verrutscht. Okay, also hier ist jetzt mal unser Named Object Land und dann fehlt uns ja hier noch die Stadt. Also unsere Stadt packen wir jetzt mal da rein. Auch da nehmen wir unser Named Object als Superklasse und die hat jetzt eigentlich auch keine weiteren Eigenschaften. Da müssen wir gleich noch ein paar Assoziationen einbauen. Und ja, fehlt jetzt eigentlich nur noch die Person. Und die hat überhaupt keinen, die hat keinen Supertyp. Das heißt also, wir können hier ganz normal unsere ID mit reingenerieren lassen. Da ist sie, die Person. Machen wir die ein bisschen breiter, wir werden ja ein bisschen Platz brauchen in dem Ding. Auch in der Stadt. So, dann schauen wir mal. Wir brauchen hier noch ein paar Properties. Add new property vom Typ String und da hatten wir gesagt, da gibt es einen Vornamen und einen Familiennamen. Vorname, auch der ist nicht nullable, also nullable false. Und wir brauchen noch einen und das ist jetzt der Familienname. Auch wieder ein String und nicht nullable, passt also ganz hervorragend. So, und dann haben wir die Objekttypen angelegt und im nächsten Schritt legen wir dann noch die Relationen dazu an.